Ich muss euch ehrlich sagen, es war einer der abenteuerlichsten, stimmungsvollsten und schönsten Märkte, die ich jemals besucht habe. Aber bitte, schaut selber. Ich bin da am Martini-Markt in Lackirchen. Angefangen hat alles mit einem gerupften Engel. Ich finde, das haben sie recht liebevoll an und verarbeitet. Bis hin zur Schuhplattlergruppe mit Hand und Fies als Vorteil. Aber fangen wir oben an, bei den vielen Ausstellern. Ja genau, und von dem Tisch habe ich euch ein Geschenk mitgenommen. Und am Ende des Videos erfahrt ihr, wer das kriegt. Es gibt nicht nur neue Deko, die man dann wieder hinstellen kann, sondern auch für die Männer die Technik, wie es war. Und die Kinder haben rund um die Uhr in jedem Stockwerk was zu tun gehabt. Die dunkelsten Ecken und die ödesten Tischöfen wurden mit Liebe bis ins Detail dekoriert. Und der Mann der Spindel hat mir erzählt, dass er das nicht nur auf der Ausstellung macht, sondern bei einer am Betrieb. Wird alles und immer nur bei Hand gemacht. Ja, damit kannst du gut von deiner eigenen Tür kehren. Und weil wir schon bei den Preisen sind, es war wirklich sehr fair für das, dass so viel Handarbeit drinsteckt. Am Martini-Markt geht es auch um die Geschichte vom heiligen Martin. Und da in Lackirchen wird es mit einem Schauspiel dargestellt. Am Martinstag denkt man daran, dass wir teilen sollen. Und ich habe an euch gedacht. Unter meinen Abonnenten und Followers suche ich per Zufall einen aus. Und dem schicke ich dann das Geschenk zu. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Eure Facherin.